Wasser ist Leben, das ist unser Slogan. Wasser ist unser aller Arbeit. Wasser ist aber auch unsere gemeinsame Verantwortung. Also Wasser ist eigentlich alles. Es ist mein Job seit 30 Jahren und der macht nach wie vor immer noch sehr viel Spaß. Ein Tag ohne Wasser funktioniert ja gar nicht, weil was machen wir nach dem Aufstehen? Toilette, Dusche, Zähne putzen, Kaffee trinken und dann geht der Tag eigentlich los. Das heißt, Wasser schafft die Voraussetzung, damit ein Tag überhaupt beginnen kann, damit wir überhaupt an einem Tag auch kreativ sein können, im Homeoffice arbeiten können oder wo auch immer. Ein Tag ohne Wasser geht nicht. Wir sind nicht der Auffassung, dass man Trinkwasserqualität end of pipe durch eine Aufbereitung hinkriegen können sollte, sondern man muss im Vorfeld reagieren auf die Probleme, die man in der Fläche hat. Das ist natürlich bei uns das Nitratproblem. Da machen wir seit Jahrzehnten, ich hätte fast gesagt, unendlich viel Kooperation mit der Landwirtschaft, aber auch Verbot von Pflanzenschutzmitteln auf unseren Flächen, Kauf von Flächen, Aufforstung, Stützung des ökologischen Landbaus, eine lange, lange Liste, die aber auch sehr, sehr, sehr viel Geld kostet. Nichtsdestotrotz ist das, was wir in den vorsorgenden Grundwasserschutz investieren oder auch schon investiert haben, immer noch ein Bruchteil dessen, was mehr Kosten erforderlich wären für die Aufbereitung. Wir sitzen auf Grundwasserressourcen, die gigantische Ausmaße haben. Ein Quaterer Grundwasserleiter, der sitzt randvoll mit Millionen von Kubikmetern Wasser. Und dieses Wasser nicht zu nutzen, halte ich für völlig verfehlt, wenn man anfangen würde, über andere Optionen nachzudenken. Ausnahmen mag es immer geben für Industrie oder für spezielle Anwendungen. Aber erstmal sollte man diese Ressourcen schützen und nutzen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil das am energetisch am einfachsten geht, am besten geht, am nachhaltigsten geht. Nur die Konflikte, die damit verbunden sind, die müssen wir lösen. Und dann die Ressource, die in 100 oder 500 Jahren vermutlich auch noch zur Verfügung steht, auch dauerhaft und nachhaltig nutzen. Da sehe ich am meisten Sinn drin. Bislang haben wir eigentlich immer öffentliche Wasserversorgung, Trinkwasserversorgung gleichgesetzt, weil wir meinen damit ja den Anspruch, dass wir das Wasser aus dem Wasserhahn zu jeder Zeit trinken können, immer im Bewusstsein höchster Qualität, besser als die meisten Mineralwasser. Jetzt fängt aber gerade eine Diskussion an, ist alles, was Wasserversorgung beinhaltet, Trinkwasser? Oder haben wir Trinkwasser als Wasser zum Trinken? Haben wir Brauchwasser für Gewerbe, Industrie? Haben wir Berechnungswasser für den Garten, für den Swimmingpool? Und das macht mir sehr große Sorge, weil diese Differenzierung halte ich für brandgefährlich, weil sie letztendlich dazu geeignet ist, den Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung zu unterlaufen. Das ist eine politische Diskussion, die gerade angefangen hat, sehr problematisch. Für mich ist das Wasser, was wir liefern, Trinkwasser, egal ob es dann tatsächlich zum Trinken genutzt wird oder ob es dann vielleicht doch genutzt wird, um den heimischen Swimmingpool damit zu füllen. Es hat den Anspruch und muss den Anspruch des Trinkwassers behalten. Weil wenn ich den Anspruch verliere, es trinken zu können, dann verliere ich auch den Anspruch und die Rechtfertigung für den Grundwasserschutz.